Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Nachdem ich ja beim letzten Mal ein wirklich umfangreiches Special gemacht habe zu den Scribbler Comic Dubs, kommt natürlich heute wieder eine reguläre Runde, Runde 21, die wieder ganz normal gefüttert ist mit 20 Minuten Comic Dubs, auf die ich jetzt natürlich wieder reagieren möchte. Entschuldigung. Und auch wenn jetzt, sage ich mal, über die nächsten Runden wahrscheinlich kein Saucy Comedy Stuff mehr dabei sein wird, macht das ja trotzdem nichts, weil die Dinger sind ja auch alleine schon sehr unter oder können auch sehr unterhaltsam sein. Müssen es natürlich nicht, aber in der Regel treffen sie auch trotzdem ins Schwarze. Ich bin mal gespannt auf die nächste Runde, freue mich drauf, ihr hoffentlich auch, und ich würde sagen, wir legen los mit Runde 21. So, wieder auf Stopp. Runde 21 der MLP Comic Dubs von Scribbler. Ich starte das Video jetzt. Spell! Boah, ist das ein fieses Geigen-Solo. What the hell? The crystal heart is broken. We need to find a spell to fix it. I don't know about a spell, but this might fix it. Klebstoff. Yikes! You know what it's made of, don't you? Aw, Mare, that's the last time I try to help any pony. Yikes! You know what it is made of, don't you? Specifically, my old boyfriends and girlfriends. I don't What the hell? Much, for I am an equal opportunities murderess. I sell their bones for profit and keep their skins in my basement to use in my new fashion line. Rarity, ever the business mayor. What the fuck? Delegation Nation. Ach du Schande, ey. Right. Well, we should have a more permanent solution for when you take over the country for real. Ist das nicht dieses Ding, womit? Ready in time for the finale. But other than that, things went well. How did the Royal Swanifying turn out? Oh, I have no idea. No? Did you not prepare for it like I had asked? Well, you see, we wound up delegating most of the tasks to other ponies. That's what Oh, ich glaube, sie wird richtig stolz sein. Usually do, So nach dem Motto, oh, du hast verstanden, was es heißt zu regieren. Focused on reading the moon and the sun. We may have forgotten to actually attend the ceremony. You realize this goes beyond mere delegation, Twilight. Okay. You mean to tell me that you had so far removed yourself from the process that you made no checks to ensure the ponies you hired were doing their jobs Sie tut doch nur so, oder? And, in fact, were not even present to observe the final product? Well... Yes. When you put it like that... I am... Ja! Das Ganze war so klar! So much, actually. We really have to wait another 13 episodes with her in charge? Es war so klar, dass sie so stolz ist auf sie. Wait, what was that about? The two of you turned? Yes! I called it! Es war so offensichtlich, dass sie stolz sein wird auf sie, weil sie genauso handelt, wie Celeste Diaz tun wird. Yes! Oh my God, das war herrlich. Oh, what the hell? Das ist was anderes, so ein bisschen. Das scheint was mit Halloween zu tun zu haben. Oh. Month of Mass of Mac. Was? Makar? Müsste es sich eigentlich Massacre heißen? Oh, okay. The Nightmare Night Chronicles. Sun and Moon. Hm.
Also geht anscheinend um Halloween. Ich meine, gut, ist zwar schon vorbei, aber was soll's. Huh? Oh. Oh dear. A classic bedsheet ghost? Looks like we're out of ideas. This isn't my costume. It's a disguise. Uh-oh. Oh, nee! A Pokemon trainer. Oh, please. Let me guess. You're a moon trainer? No, I'm a sun trainer. So I only hunt sun-based powers Pokemons like you. I don't think that's the plot of the game. Tell it to my Pokeball! Oh, what a pity. Looks like you'll need a better throw to hit and catch your sun Pokemon. Wrong! I wasn't aiming for you! I need to weaken you first! With a battle! Oh my god. Forget! I choose you! Annette! Annette! What? Annette! Wait! Let's go, Burnett! Shadow Claw! Annette! Wait! Wait! Boop! Huh? Luna, oder? Yes! Oh my god, jawohl! Ganz schön, Mitch! Wow! That was fun, as usual. Let's go, Pip. Our work here is done. Next year. Bang. Zoom. Straight to the moon. Wow. Muss aber ehrlich sagen, das Kostüm von Celestia fand ich richtig cool. Bonnet. Ach du Scheiße. Aber das war ein schöner Comic. Der hatte echt was. Wow. Das ist ein fieses Bild. Ach, Macabre Videos soll das heißen. Ah, okay. Jetzt macht's Sinn. An interesting memory. Well, Derpy, I will show some cards, and you tell me the first thing that comes to mind. Agree? Muffins. Sure. What you see in this? A muffin. A dragon smoking weed. What? Mm-hmm. Agree. What? And in this card? Me this time. What bird with a jetpack? Aha. You know, sometimes I think what goes through your mind. Oh, das ist ein Schreibfehler. That will be a bit more complicated. My thoughts and my mind are an enigma. Piep. Meine systematischen Denkmechanismen sind mysteriös und komplex. Die Milchtüte, die umfällt. Oh my God. I like muffins. I hate muffins. Of your cards. Oh, ew, gross! Now they're covered in crumbs, Derpy! Ach, süß. Ach, man muss Derpy einfach lieb haben. Ich feiere dieses Bild nach wie vor so sehr. Das ist richtig geil geworden. Wie gesagt, wenn einer weiß, wer das gezeichnet hat, big props für denjenigen, Alter. Das ist großartig, weil ich glaube, Scribbler hat das nicht selber gezeichnet. Forwarding Theory. Prinzess, ah, das ist wieder hier mit, wie heißt er denn nochmal? Bob the Dalek.
Is that Moon Curve 7 Theories on Bending Time? I've been waiting for the new release since... Wait a minute. Forward by S. Glimmer. Pixie, are your ears burning too? Oh, shit. Wenn man sich mit Twilight anlegt, wenn es um Bücher geht, oh. Todesurteil. Eher eine noch eher eine Katze totfahren. Eieiei. Das ist ganz bitter. Do not disturb. Klassischer Satz. Princess Celestia absolutely must not be disturbed. She's... Oh, I'm sure she won't mind. This is super duper exciting, and I have to show her right away. I just can't wait. We're back! The Crystal Empire was so neat. Man sieht, wie sie richtig genervt ist. Big crystal heart thingy, and that's not even the neatest. Check this out. Oh mein Gott, no! Oh shit, Pinky, what have you done? You look busy. I can come back. Pinky zerstört einfach ganz Equestria. Thus, the world burned. Ach du liebe Zeit. Das war bitter. Das war richtig bitter. Wie sie einfach mit diesem Kristallhorn da ankommt, oder wie das hieß. Huch. Believe. Oh. Rarity, do you believe in aliens? No, darling. But I do believe your eyes are more beautiful than the stars. Oh. Huh? From the bushes. That is really creepy. Ach ja, diese Romantic Comics, die sind immer so, haben immer so einen gewissen Flair. Bin ja sonst nicht so ein Fan von 8-Bit-Mucke, aber die ist ganz okay. Work Hazards. Was machst du da, Celestia? Hat sie gerade einen fahren lassen? Oh mein Gott. And here I thought solar wind had negative effects only on electronics. Wow! Ich bin begeistert. Zwei Comics, wo Luna wirklich positiv dargestellt ist. Da, mein Wunsch wurde erhört vom letzten Mal. Ich bin begeistert. Okay. Shooby derp. Derp. Derpity derp derp derpity derp. Girls, hurry. You gotta see what I caught in the river. Was it a sea pony? Sea pony? My old thing. Well, you should see for yourself. Come on. Oh, what does it look like? Well, it's kind of like half boy, half fish. So it was a sea pony. Or a hippocampus! There it is! What the hell? Why?
Was soll das sein? Ein Ponyfisch oder was? Oh Gott, nein. Ich habe jetzt mit sonst was gerechnet, aber das nur wirklich nicht. Lucky Rainbow. Fall down in the series land. Are you crazy? What the hell? Just kidding. I promise you'll be safe. I found a coin. I don't want to be friends with any of you bitches. Somebody get me an ibuprofen and a quart of vodka. Ibuprofen und Wodka. Wow, was für eine Kombi, Alter. Ah, mein Gott, ey, nee. Also irgendwie diese Szene wird aber auch für die Comics ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Entweder Applejack, die sagt, sie soll vertrauen und dann ist da niemand und sie sagt einfach nur, du solltest niemandem vertrauen, den du gerade erst kennengelernt hast. Oder jetzt sowas wie das hier. Oh my god. Hermpit Crab. Hermpit Crab. Oh, Carrot Top. Whoa! I'm a hermit crab. Okay, das war mies. Die arme Carrot Top. Es ist unglaublich, wie dunkel das schon draußen ist. Und es ist gerade mal kurz nach 4, ey. Ja, der Winter lässt grüßen. Sliding Scale of Evil. Sweetie Belle? But that wasn't me. Here, for your good work. Keep making the lives of those stupid crusaders miserable, and there will be more. Wow. Here, you can have one more of your embarrassing photos back. Just keep pestering all of those ungrateful pony billions. I may spare your life yet another day. Keep them busy till the time of my return. Wow. Why are there leaves in our mane? Great. We were sleepwalking again, weren't we? I keep manipulating your sister, just as you told me. Bis wohin geht denn das noch, Alter? Your love is very much appreciated, dear. Give me all of it. I've returned, Master. Everything. Och nee, wirklich? Der ganze Kreislauf geht wieder von vorne los. Ist das euer Ernst? Oh, Scheiße. Muddy Memory Lane. Oh. It makes me feel younger, of course. Oh, Igitt, Alter.
Ich habe eben gerade nur so gedacht, auch wie cute und dann einfach nur. Gruselig. Einfach nur gruselig. Sisterly Love. Oh, das ist übrigens der letzte. Oh, das ist cute. Why is it shine? Sun's not up. Neither am I. Ja, weil du die auch aufgehen lassen musst. The night will last forever. In your dream. So kriegt man sie wach. Ich glaube, von Frankie Arts fand ich eine ganze Menge Comics in dieser Runde. Ich glaube, 4 oder 5 sogar. Also irgendwas zwischen 3 und 5. Wow! Schöne Runde. Also, wie ich schon gesagt habe, also obwohl, sag ich mal, jetzt die Saucy-Comedy-Dinger nicht mehr dabei sind, sorgt das immer noch für genug Unterhaltung, dass ich auch weiterhin meinen Spaß daran habe. Also da waren jetzt wirklich wieder einige Leckerbissen dabei. Muddy Mary Lane ist jetzt nicht als Leckerbissen gemeint, aber egal. Also jetzt eben vor allem der gerade Sliding Scale of Evil. Also Alter, das ist wirklich alles wie so ein Kreislauf wieder rundrum geht. Wirklich, euer Ernst? Ah, oder dieser The Nightmare Chronicles, der war auch nicht schlecht. Also da waren wirklich einige schöne mit dabei. Was hatte ich noch so? Do Not Disturb, der war richtig mies. Work Hazards, der war einfach nur flach. Ja, Lucky Rainbow. Wieder dieses typische, man muss diese Anfangsszene aus der ersten Staffel ausquetschen. Also, wie gesagt, es war, also Delegation Nation, der war auch richtig schön, wenn ich einfach predicted habe, was da passiert. Also es waren wirklich wieder schöne Dinger dabei und auch diese Runde, muss ich dann im Endeffekt sagen, hat sich wieder vollends gelohnt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste. Ihr hoffentlich auch. Und würde sagen, das war's dann mit dieser Reaction und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Euer T-Spyro. Ciao.